aber mit der Flashlosigkeit ist es hart, sich zu repositionieren. Ja, ein vercatcht Versuch, Shockblast geht daneben, Equalizer fällt und damit Jinjo down. Jinjo mit dem Kill auf Abscess, der ist nämlich down. Curtain Call wieder drauf, Rambot muss genommen werden, er schafft's nicht. Oh mein Gott, diese harten Engage, was kann Kinetic machen? Oh Kinetic, Mann! Oh mein Gott, schon wieder rettet er Spandau zum was weiß ich wie vielen Male in dem Game. Was würde Eintracht Spandau heute machen ohne Kinetic? Es ist wirklich insane, aber da sieht man den Wert von auch so einem Aphelios.